Hi, schön, dass du da bist. Ja, du. Na, wer hat kurz gedacht, ich kann euch sehen. Willkommen zu Corona Lockdown Tag 6. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und besonders bei dir da hinten, du hast gestern auf Abonnieren geklickt und du da auch. Cool, danke. Du noch nicht, drück mal drauf. Weil wenn euch das hier gefällt, freue ich mich natürlich immer über ein Abo und einen Daumen hoch. Wenn ihr ganz weit gehen wollt, empfehlt mich weiter. Naja, heute ist erstmal das Wetter nicht ganz so berauschend. Es ist ein bisschen nass draußen. Das heißt, die Herausforderung wird sein, drinnen die Kinder bei Laune zu halten, ohne durchzudrehen. Was viele von euch vielleicht schon seit 6 Tagen machen, mein Beileid. Gerade hören Sie das NDR Info Mikado Radio. Da werden immer aktuelle Themen und halt auch Corona für Kinder gut erklärt. Ich glaube, das ist immer um 9 und wird um 11 wiederholt. Googelt das am besten mal oder ich packe es in die Videobeschreibung. Das ist schon mal ein ganz guter Tipp. Wir haben gerade mal die Knete ausgepackt. Ganz viel Sahne. Ganz viel Sahne? Ja, und das ist das Süßes. Oh, Sahne und was Süßes. Mhm. Du kennst mich so gut. Boah. Und danach werden wir mal schauen, wie wir die Nerven behalten. Aktuell ist es wenigstens trocken und windstill, sagte ich und mir fielen 3-4 Regentropfen auf den Kopf. Echt. Naja, heute mal vorweg und nicht wie sonst am Ende. Danke fürs Zuschauen und gute Gesundheit. Aber jetzt geht's erst los. Willst du dem Vlog erzählen, warum es anfängt lustig zu werden? Nachdem jetzt die Schulschließungen bis 19.04. verlängert sind, haben jetzt auch die Kitas nachgezogen und sind bis noch mindestens 3 weitere Wochen, also inklusive der nächsten sogar 4 weitere Wochen, geschlossen. Das heißt, die ganzen Mäuse müssen ja irgendwie betreut werden. Dafür gibt es nur eine Ad-Hoc-Lösung. Aber die kenne ich nicht. Deswegen erstmal Kaffee. Later, so, es ist ja immer noch Mach dein Woche und ich kann endlich mal die Umweltplakette in meinem Auto anbringen. Das Schwierigste wird aber, die alte abzukriegen. Aber vorher will ich euch auch eine Geschichte erzählen. Ach du Schande. Das löst sich ja völlig auf beim Abmachen. Naja, macht ja auch irgendwie Sinn. Aber kommen wir zu der Geschichte, die ich erzählen wollte. Ich habe nämlich gerade mit einem Kumpel von mir telefoniert, der in einem großen Supermarkt arbeitet. Und der hat dort was erlebt. Da stand ein Rentner am Regal und brach mehr oder weniger in Tränen aus. Also in dem Regal war natürlich alles Mögliche leer. Und eine Dame sprach ihn an und fragte, was denn los ist, ob man ihm helfen könne. Und er sagte, ja, meine schmale Rente reicht nicht aus, um die teuren Produkte zu kaufen, die noch hier stehen. Und die günstigsten sind alle leer. Die Dame hat dann seinen kompletten Einkauf bezahlt. Und ich bin ganz froh, dass ihr jetzt nicht vor mir sitzt. Du hast gerade meiner Frau erzählt. Und merkte schon, wie bei der Geschichte mir die Augen feucht wurden. Achtet aufeinander. Und was Julia gerade noch dazu sagte, fand ich eigentlich extrem clever. Nämlich, wenn ihr euch das leisten könnt, kauft in dieser Zeit die teuren und die Markenprodukte, damit die anderen Sachen für die Leute übrig bleiben, die sich es eben nicht leisten können. Unbekannterweise, vielen Dank an die Frau, die den Einkauf bezahlt hat. Ganz, ganz große Geste. Und vielen Dank an all die anderen da draußen, die an ihre Mitmenschen denken und versuchen zu helfen. Richtig gut. Weiter so. Boah, wie kriegt er den Rotz jetzt da ab? Desinfektionsmittel vielleicht. Ja, Brennspiritus oder sowas. Ist Brennspiritus nicht eigentlich auch aktuell ein günstiges Desinfektionsmittel? Wenn das jemand weiß, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es unbedenklich ist, Brennspiritus auf die Hände zu kippen. Oder naja, wahrscheinlich geht diese Desinfektionsmittel sind ja auch meistens rückfettend. Wahrscheinlich geht völlig die schützende Fettschicht der Haut flöten und ist dann vielleicht noch anfälliger für Bakterien als vorher. Keine Ahnung, wenn das jemand weiß, bitte in die Kommentare. Ah, und ich sag's gerne nochmal. Bei der YouTube-App sind die Kommentare ganz unten. Komplett hochwischen,
Dann könnt ihr kommentieren. Das hat eine Weile gebraucht, bis ich das gefunden hatte. Guck mal, was der Werkzeugschrank hat. Nichts so richtig Gutes gefunden. Außer tatsächlich Desinfektionsmittel, aber bevor ich das verschwende, probiere ich mal WD-40. Es gibt ja kein Problem, das man mit WD-40 nicht lösen kann. Außer den Problemen, die man mit Gaffertape löst. Moment mal. Ob das gegen Corona hilft? Steht nicht drauf. Dann brauchen wir vielleicht doch Gaffer. Ja! Weg! Jetzt habe ich nur noch einen Fettfilm. Aber dafür gibt es ja Scheibenreiniger. Wie macht man den denn jetzt daran? Gibt's da einen Trick? Hier oben klebt's. Hier aber nicht. Oh, da klebt's. Hä? Kann mir das mal jemand erklären? Ja. Ja! Haha! Miles & More-Karte. Die werde ich wohl erstmal nicht mehr brauchen. Sag mal, wie dämlich kann sich ein Mensch alleine dran stellen? Und in meinem heutigen YouTube-Video zeige ich euch, wie man eine Umweltplakette möglichst umständlich wechselt. Ansonsten gebe ich zu, dass heute auch schon das ein oder andere Mal der Fernseher mal für die Kids lief. Aber es wurde auch schon ausgesprochen ausgiebig geknetet. Und das Ganze geht relativ ruhig vonstatten. Ich glaube, die haben in den letzten 2 Tagen Topwetter jede Menge Energie verheizt und genießen jetzt vielleicht auch mal ein bisschen die Ruhe. Moment, 2 Tage stimmt ja gar nicht. Die sind ja in Action seit 5 Tagen. Jetzt weiß ich auch, warum die müde und ruhig sind. Kommst du auch gleich raus? Ja? Gut. Nach 2 Stunden Tierfilmen mussten wir den kompletten Lagerkoller abwenden und ich habe alle Kinder noch mal vor die Tür gejagt. Wir haben jetzt Kekse, es ist trocken und spielen noch ein bisschen draußen. Keks. Keks? Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to. Chasing pavement on my own. Die Anstrengung und auch der physische und mentale Stress zeigt bei allen Wirkung. Der Akku ist bei so ziemlich allen leer. Kids wie Erwachsenen, ich werde noch Abendessen kochen. Und dann gehen wir, glaube ich, alle früh ins Bett. Ja, und das war der Tag. Positive Nachrichten hatte ich heute ja für euch schon dabei mit der Geschichte aus dem Supermarkt. Deswegen habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe einen Kumpel von mir gefragt, der Meditationstrainer ist, ob er nicht für diese Zeit ein paar Tipps auf Lager hat. Und er meinte, das Einfachste ist seiner Meinung nach, Vorsicht, unbezahlte Werbung wegen Nennung, die Headspace App. Das ist eine App für geführte Meditation, die aktuell ein kostenloses Paket zur Verfügung stellt, um mit Angst und Stress fertig zu werden. Ich habe früher immer gedacht, meditieren wäre esoterischer Hokuspokus, musste mich aber eines Besseren belehren lassen, habe das selbst auch schon immer mal wieder probiert. Leider viel zu selten, würde das gerne öfter machen, aber hier ist ja auch immer gerne Halligalli im Haus. Aber es geht tatsächlich nicht um irgendwelche Glaubenssätze, sondern darum zu trainieren, die Stimme im Kopf zum Schweigen zu bringen. Diese dauernd sabbelnde Stimme, die einem Unfug erzählt und Angst macht. Oder einem erzählt, dass man jetzt wütend sein sollte. Und die einfachste Meditation, die ich persönlich mal kennengelernt habe, ist tatsächlich einfach nur, sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Einatmen, ausatmen und nichts anderes. Das schafft man am Anfang so 2-3 Sekunden, dann schweifen die Gedanken ab. Überhaupt nicht schlimm. Zurück, wieder auf Null, nochmal. Und dann merkt man, wie man
immer besser darin wird. Und dadurch wird man auch besser darin, diese Stimme zum Schweigen zu bringen. Mehr habe ich heute nicht. Bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit und wenn ihr wollt, bis morgen. Ciao. Ich freue mich drauf.